Achso. Schnauze. Auf. Nope. Ah, es ist weg. Damon? Sunny Boy. Das ist ja schick. Nein. Da liegt ein Bild. Da liegt ein Bild. Du meintest, der ist ja schick. Nein. Oh, der ist doch voll cutie und so. Keine Ahnung. Okay, kannst du nicht mehr haben. Ich zieh gleich meine Schleife wieder an und dann kann ich sagen. Die Spange meinst du? Ja. Das ist noch nicht richtig zu. Entschuldigung. Mein innerer Monk so. Ist egal, wo ich hinfahre? Es geht nur in eine andere Richtung. Achso. Und du solltest rausgucken. Ja, first try. Ich will nicht rausschauen. Nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht deswegen? Vielleicht wollte ich deswegen, dass du rausschaust. Aber egal, wir fahren ja weiter. Fast catches off. Das ist in Ordnung. Das ist ja unten. Bei uns wird sowas ja nicht passieren. Nicht wahr? Guten Tag. Ich muss mal gehen. Spaß. And I'm out of here. Tobi, du musst immer dran denken. Ich habe dieses Spiel durchgespielt. Nicht ich. Ja, ich weiß. Ja, aber dann kannst du das auch. Wenn ich dieses Spiel gespielt habe, dann schaffst du das locker. Okay. Ja, das ist ein Horror-Game, das ich gespielt habe. Es ist nicht so schlimm. Naja, deswegen überrascht es mich nicht, dass man nicht sterben kann. Ja, das ist immer, wenn ich merke, ein Spiel wird gruselig, dann versuche ich zu rennen. Und wenn ich merke, okay, man kann nicht rennen, dann weiß ich, ich kann es spielen, weil ich würde kein Monster verfolgen, von daher ist Chili Mini. Chili Mini? Milli. Chili Mini. Hallo? 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 Well, hello. So. There. Was steht denn da? Was hast denn du da? Ja, was hast du da? Ja, was hast du da? Ja, fein. Tür auf, Tür zu. Und der Schlüssel. Oh, tut mir leid, Sarah. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformation mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne Ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch die anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Matt William H. Green. Ich muss es trinken. Ja, ne? Ist schön, ich bleib hier. Ich
glaube, wir waren gerade auch gar nicht creepy, wir beide. So schön. Ich setz mich einfach auf den Stuhl und hör zu. Oh, jetzt zerfließt es gleich wieder, ne? Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Ah, der Dude, ne? Die Dudins. Dude und Dudins. Da war doch so was. Da war doch? Ah. Eine Kommode. Eine Kommode? Mit nichts drin. Well, thank you. Ich bin trotzdem, dass du reinguckst. Ja. Und wie? Muss ich hier noch was machen? Nope. Nope. Wow, das ist doppelseitig. Hast du noch nie doppelseitige Blätter gesehen? Nein. Das ist doch voll umrechtsstark. Man kann doch nicht. Naja, wenn du ganz viele Seiten ja, hast. Ja, ich. Das war eigentlich. Ah, hallo, hier geht's weiter. Und wir sind stolz, die Tür gefunden zu haben. Ich dachte mir gerade, wo geht der Satz jetzt? Aber wir sind stolz. Okay. Nicht so stolz, aber gut. Hey, Rick. Da ist was drin. Oh ja, da brennt's. Okay. Gut, hier ist wahrscheinlich verschlossen. Nein. Ich hab geguckt. Ja, ich will da nicht reinfallen. Aber du hast den Jungen geguckt. Ich schau mich jetzt mal um. Danke, Sam. Danke. Gerne, sehr gerne. Mhm. Ich bin immer hilfreich. Oh, man kann sogar rennen. Oder schneller naja, gehen. Naja, man kann ein bisschen schneller gehen. Juhu. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was war das? Ist das wieder eine Tür? Das ist nur der Wind. Achso. Schnauze. Auf. Nope. Ah, es ist weg. Zum Glück ist es flüssig geworden. Oh, zum Glück ist das Licht wieder aus. Oh. Ja. Oh, das sieht aus wie Pizza, ich hab Hunger. Oh, ich hab Hunger. Waren wir hier schon? Mhm. Okay, ich dachte nur, weil die Dinger offen stehen. Warum denn nicht? Das ist auch verboten. Jawohl. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe, Psychiater, konsultieren. Ausdrucksloser Blick, Starren ins Leere. Ja. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur. Ja. Schlaflosigkeit. Nicht bemerkt. Unübliche Gestik und Körperhaltung. Schon immer gehabt. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren. Definitiv. Depersonalisation. Was soll das überhaupt bedeuten? Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen könnten vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten. Eher passiv-aggressiv. Das kann ich. Antriebslosigkeit. Ja.
suizidale Tendenzen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Alle, oh nein, ein Kind war in Tobi-Schnauze. Ja. Wow. Ich. Ich glaube, hier kann man sehr viel klippen dann. Ja. Das oh Gott. Schnauze. Ja, Schnauze. Oh Gott. Exactly that. Hi. Guten Tag. Wieso mache ich die eigentlich auf? Weil du nicht weißt, ob was drin ist. Doch, da sind Bücher drin, das weiß ich doch. Ja, aber bei manchen Sachen. Nicht immer. Ja, dong. Da kann ich sicher nicht rein, weil ich ungelenkt. Make up your mind. Das heißt, du sollst dein Gehirn schminken. Mhm, okay. Willst du mir wieder helfen? Klar. Aber klar, dann logisch. Ja. Guten Tag. Ich sagte, guten Tag. Komischer Schatten. Du bist gar nicht da. Bist du? Oh, etwas anderes ist da. Das ist eigentlich gar nicht da. Hi. Du bist aber groß. Das ist kein Hai, das ist ein Hirsch, meine Güte. Ein Ersch meinst du? Du willst ein Ersch sein. Wui. Ziemlich viele Auszeichnungen, oder? Mhm. Ausgezeichnet. Das ist ja fast eine Aussetzung. Ausgezeichnet. Das klingt gerade wie Aussetzung. Angeregte Zwangsstörung. Jetzt bin ich. Das habe ich auch gekriegt, wenn du einfach alles aufmachst. So. Ja, wir haben gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Ihr seht so cool aus. Ah, oh, danke, Flo. Das ist ein Babypanda. Babypanda. Babypumpe. Ah. Jetzt stolper doch nicht. Oh, da sind wir ja gerade noch rechtsichtig aus. Was will? Warte, warte. Okay. Was ist das da hinten? Sieh dir mal was an. Das ist voll widerlich. Mach das, Flo. Er spielt das Tutorial. Wahrscheinlich von Phasmophobia, denke ich. Mhm. Ich habe ihm geschrieben, dass ich das heute früh mal angezockt habe. Da müssen wir wohl noch was rausfinden. Dann zeig mir mal Bilder. Geh halt mal weiter. Ich gehe mal weiter. Ist das hier? Das bin ich, wenn ich irgendwo Fußball höre. Hm? Das Lustige ist dran. Das stimmt. So wie bei Family Guy, der Thermostat. Ja. Hat jemand einen anderen Thermostat gedreht? Ist ja alles okay. Fehlalarm, Leute. Okay, alles gut. Sensor hat ausgeschlagen. Das ist so geil so. Tschick, wer dreht da einen Thermostat? Warte mal. Waren die Zahlen, die wir finden hätten müssen, im Raum? Also nicht im Raum, sondern da war ja noch eine Tür. Da war noch eine Tür? Ja. Nein. Bekomme ich jetzt deswegen ein schlechtes Ende? Ja. Komplett neu. Das was zu bedeuten? Der Flo spielt also Phasmophobia. Spaß. Sieht voll geil aus. Das sieht cool aus. Mit diesen, wie heißt das noch? Krakele. Krakele. Du hast jetzt halt was verpasst. Was habe ich verpasst? Ja, es ist halt zu spät. Wäre halt was gewesen. Ja, anscheinend. Aber ich kann ja nicht mehr zurück. Das ist doof. Wieso später. Am Schluss immer zu.
Ich bin unsichtbar. Das war einfach kein Spiegel. Es war ein Portal. Cool. Eigentlich ist das einfach nur ein Spiel von Salvador Dali. Bam. Das ist ja schick. Ja. Ich weiß, was da jetzt ist. Ich muss hier ja mal schauen, was hier noch so liegt. Siehst du das? Ja. Das hätten wir nicht gefunden. Naja, du kannst damit auch nichts machen, Klaas. Ja, aber das hätten wir nicht gefunden. Nein, das gefällt mir nicht. Ein Bild mit Ton. Deswegen weiß ich, was da kommt, weil ich das so furchtbar fand. Ich schaue hier mal die Schubläden durch, da passiert ja nicht. Good boy. Oh. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Oh. Typisch Mann. Hey, ich hätte gern das. Okay, ich kaufe dir genau das, was du nicht gesagt hast. Ja. Aber es war echt geil. Weißt du noch, was du gesagt hast, du willst eine Katze? Ich habe einen Hund gekauft. Toll, toll. Dankeschön. Am besten ist sie noch allergisch drauf. Ja, ganz toll. Aber kann man auf Hunde allergisch sein und nicht auf Katzen? Ja, du kannst auch auf Katzen allergisch sein und nicht auf Hunde. Ah. Ich habe einen Kumpel, der ist... Der Kerl klingt sogar bösartig, wenn er versucht. Ja, er klingt halt einfach. Ja. Creepy. Ja, ich habe einen Kumpel, der ist auf Katzen allergisch. Hallo? Wollen wir nach dem zweiten Kapitel mal Pause machen, damit wir essen können und dann später warten? Der Flo hat ja nicht ewig Zeit. Ja. Und dann. War ja klar. Meine Nase juckt. Schau, die Renja hat auch Hunger, also müssen wir Pause machen. Oh, schwarz. Lul. Wie ich einfach hingehe und E drücke. Hi! Entschuldigung, die Störung. Ich würde gerne die Tür wieder zumachen. Hi. Du hast drei Augen, das gefällt mir. Hast du anders überlegt? Ich nehme das Große. Hab ich dir erlaubt? Okay. Hi. Wow. Gut, weiter. Nichts passiert. Ach. Da war. Ich muss zugeben, ich habe einfach Spaß hier. Aber es ist gerade nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, es ist ja auch nicht schlimm. Wir sind erst beim zweiten Kapitel. So harmlos. Oh, ich kann ranzoomen. Was ist das? Es ist widerlich. Ist die jetzt auch offen? Ja. Ich gehe zuerst. Da war noch eine andere Tür. Ich will es dir nur sagen, bevor du immer in Türen reingehst. Ja, da hinten, ne? Dass du erst alle aufmachst. Ach so. Weil die Türen gehen halt einfach zu. Okay. Erstmal alle auf. Ach. Okay, der war gemein von mir. Die ist halt einfach zu. Ich wollte dich nur. Okay, ich bin ruhig. Erst vorhin was oder gerade eben was runtergefallen.
Das ist die Rache. 12. September. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt, kleine Zettel an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, hasserfüllteste Kacke, die ich jemals über meine Arbeiten gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr? Oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Entschuldigung? Entschuldigung? Das hätte mich treffen können. Kannst du mal aufpassen? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Haben wir uns da etwa den Dr. Mächten verschrieben? Schön. Hier ist doch gar nichts. Schnauze. Tschüssi. Irgendwie, wenn ich jetzt so an so ein totes Ende komme, dann umdrehen. Mhm. Ah. Ja, freundlich. Jetzt ist die offen. Dankeschön. Du bleibst offen. Ja, aber da hinten ist ein Zettel. Kannst du Spagat, Junge? Bleib offen. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich kann dich nur sehen. Da mache ich halt wieder das Licht an. Herein. 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 Ich sag doch die ganze Zeit herein. So Tür zugesperrt. Herein. Da war irgendwo noch ein Zettel. Meint ihr, das Spiel fällt euch leichter, weil ihr zu zweit seid? Allein würde ich das Spiel, glaube ich. Also ich meine, ich habe es ja alleine gespielt. Und ich meine, jetzt bin ich natürlich entspannt, weil ich genau weiß, wann was passiert. Aber ich war nicht so schreckhaft wie Tobi, muss ich sagen. Ja, aber das ist nicht schwer. Aber das war halt wirklich, weil ich eigentlich schon mir klar war, dass einem nichts passieren kann, irgendwie so wirklich. Also dass das halt so mega viele Jumpscares und so weirdes Zeug ist, aber ich wusste halt, dass ich jetzt nicht irgendwie von einem Monster verfolgt werde oder so. Von daher hatte ich da eigentlich nicht so Stress. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Also da fand ich ihn süß. Jetzt witzig. Aber wie glaubst du, geht's dir? Ist leichter, wenn ich da bin? Ich denk schon. Also, wenn du ja nicht so angespannt bist, währenddessen. Ja. So, währenddessen noch quatschen und so weiter. Und dumme Witze und Zitate machen. Ja. Also ist wahrscheinlich schon leichter. Ja. Ich meine, bei Phasmophobia, das haben Flo und ich ja gestern eine Runde lang gespielt. Habe ich schon erzählt, dass er gleich gestorben ist. Und da war es
An sich auch sehr scary, aber es ist auch ein bisschen leichter, weil man da ja zu zweit ist oder halt zu viel. Ja, gut, oder... aber sobald der tot ist, bist du ja alleine. Ja, da war ich auch dann gleich im Van. Ganz easy. Nee, passt schon, wir fahren. Ich schreib irgendwas rein, ist mir egal, ob es richtig oder falsch ist. Ich glaube, mein Lieblingskapitel bei dem ist... Oh, ich weiß nicht, dritte, vierte, fünfte... Ich weiß nicht, welches Kapitel es ist, aber auf jeden Fall die Bibliothek. Dann. Das ist so geil. Mm. Ich liebe dieses Kapitel. Mm. Einfach cool. Die Tür zerfliegt. Stopp. Ich hab's falsch rumgedreht, oder? Jetzt, Ah, so ist es besser. Ach, ist das lustig. Mhm. Das ist ja cool. Das ist richtig geil. Das ist jetzt wieder schön. Die hat auf jeden Fall eine Blüte Fantasie. Hm? Ja? Was? Weiß ich nicht. Hab ich was gesagt? I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Was ist bei dem verkehrt? Er macht ein ganz spezielles Gemälde. Weißt du nicht, dass Blut braun und dann schwarz wird? Und? Achso. Ich meine ja nur... Es macht Spaß, Tobi im Hintergrund beim Kochen sich erschrecken zu hören. Danke, hier ist eine Prothese für dich. Warte, was? Nimmer satte Bastarde. In the table. Bastards. And for the new one. Weather damn like. Haben sie das Blöde, das Bein angeknabbert? Yummy, yummy, yummy. Ich glaube, der Demi ist perfekt fertig mit Kochen, wenn wir Pause machen. Ja, wahrscheinlich. Voll gut und so. Yay! Das sind zwei Kapitel. Yay! Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Mhm. Wir kommen alle vorbei zum Essen. Ja, Demi, du hast doch genug für uns alle, ne? Voll nett von dir. Das ist wahrscheinlich jetzt so. Nein, und das habe ich wahrscheinlich verpasst, ne? Nein, du hast es doch gerade geholt, du musst doch... Was? Du musst doch zum Bild. Ach so. Das andere kam ja auch erst, dass du das gemacht hast. Stimmt, ja, weiß ich doch nicht. Doch, also, hättest du aufgepasst? Es war einmal so, ich weiß doch nicht, ob es immer so ist. Wo sind die Flamingos hin? Verändert sich. Also es verändert sich jedes Mal. Es kann auch nach dem fünften mega Kacke aussehen. Das hat nichts zu sagen, wie dann das sechste aussieht. Ah. Also das ist immer anders. Ah, das Blut, okay. Zweites Kapitel geschafft. So, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Päusli. Und wir gehen alle fett was phrasen. Genau, und danach machen wir mit einem anderen Spiel weiter. Also mit Phasmophobia. Und danach bin ich weg. Nein, Spaß. Also ich bin jetzt schon weg. Tschüss. Ich bin wieder allein. Ja, so. Ich kann mich dann gleich, ich kann mich jetzt schon abschminken gehen. Ja, an sich ja.